Ja, bitteschön. Der französische Präsident mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Eine ganz technische Frage. Ich kann inzwischen bestätigen, dass sich zwei deutsche Staatsangehörige unter den inhaftierten Frauen in Mossul befinden. Unsere Botschaft in Bagdad hat zwei der Frauen am 20.07. besuchen können. Dort hat sich eben die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt. Zwei weitere Frauen, die dort in Haft sind, werden heute erst durch uns besucht. Und nach diesem Besuch könnten wir bestätigen, ob es sich um deutsche Staatsangehörige handelt oder eben nicht. Wir sind normalerweise ja sehr zurückhaltend, was persönliche Daten anbelangt. Aber nach den Medienberichterstattungen, die es gibt, kann ich Ihnen auch bestätigen, dass eine Frau der dort in Haft befindlichen, die Linda Wenzel ist, über die in der Presse sehr breit berichtet wurde. Ich kann Ihnen ganz Grundsätzlicher sagen zum Auslieferungsverkehr mit dem Irak. Und zwar ist es so, dass es kein Auslieferungsabkommen gibt. Das heißt, eine etwaige Auslieferung würde nicht auf vertraglicher Basis stattfinden. Ich kann Ihnen zu dem Fall ganz allgemein sagen, dass Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Irak geprüft werden. Die Mission Sophia, die ja nächsten Montag